Es ist der Moment, wo sich die Mannschaft ihren Fans präsentiert. Die Mannschaft, die natürlich vor zwei Wochen schon den Aufstieg perfekt gemacht hat. Aber seit heute, seit diesem Sonntag steht fest, der 1. FC Kaiserslautern steigt als Meister der zweiten Bundesliga auf in die Eliteklasse des deutschen Fußballs. Zu den Füßen der neuen Helden hier in der Pfalz. Mindestens 15.000 alleine auf dem Rathausvorplatz. Dazu kamen noch mal, ich schätze, 15.000 bis 20.000, 25.000, die in der Innenstadt unterwegs waren. Der Triumphzug der Mannschaft im Doppeldeckerbussen vom Betzenberg runter, der dauerte über eine Stunde. Staus ohne Ende, die Mannschaft wurde gefeiert, besungen, bewundert. Ein Moment für die Ewigkeit der FCK-Fans. Natürlich machen sie Fotos mit Handys, mit Fotoapparaten. Und dabei, wir werden sie gleich entdecken, Meisterschale, die mittlerweile auch vergeben wird in der zweiten Liga. Ein Knaller diese Saison, ein Feuerwerk zu Ehren der Helden vom Betzenberg. Nach der Fahrt mit drei Doppeldeckerbussen hier runter in die Stadt gab es erstmal den Eintrag ins goldene Buch der Stadt Kaiserslautern. Und derjenige, der natürlich als Held gefeiert wird, hier haben wir ihn, Stefan Kunz. Sein Autogramm mit das begehrteste überhaupt. Als Profi schon ein Idol. Jetzt hat er den Verein neu geordnet, hat die Mannschaft zu neuem Erfolg und zurück in die erste Liga geführt. Und da ist sie, würde Oliver Kahn sagen. Da ist das Ding, die Meisterschale. 8,5 Kilo schwer, 50 Zentimeter im Durchmesser. Und seit dem vergangenen Jahr, als es der SC Freiburg schaffte, als Tabellenerster aufzusteigen, das Relikt für die Meistermannschaft. Marius Zimmermann hat den Helden im Tor des FCK. Ganz genau, bei mir steht Tobias Sippel. Ihr habt sehr lange gebraucht, um hier runterzukommen. Wie war denn die Fahrt im Doppeldeckerbus? Sensationell. Also wenn man einfach die Euphorie sieht in der Stadt, was hier für eine Last, glaub, von den ganzen Fans abgefallen ist. Wir haben, glaube ich, vom Stadion hier runter, wo man normal zu Fuß, glaube ich, maximal 5 Minuten braucht, 1,5 Stunden gebraucht. Und das zeigt einfach nur, was für eine Euphorie in der Stadt ist. Was ist das für ein Gefühl, vor diesen Massen hier zu stehen und dann wirklich bejubelt zu werden? Dieses Gefühl kann man im Moment gar nicht beschreiben. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier sind oder ob die alle aus dem Stadion direkt hierher gekommen sind. Es ist einfach nur noch zum Feiern, zum Mut im Moment, und das müssen wir einfach nur noch genießen heute. Wie soll es denn heute noch weitergehen? Natürlich erstmal hier ein bisschen auf dem Rathausbalkon, und was kommt dann? Wir haben selbst noch überhaupt keinen Plan. Also wir sind direkt nach der Kabine abgeholt worden, in den Bus gesetzt worden. Das hieß, wir müssen zum Rathaus, jetzt sind wir hier. Und was der weitere Plan ist, müssen die oberen Herren entscheiden. Gibt es irgendwie eine Planung, Open End? Ja, Open End sowieso. Okay, danke. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung der Mannschaft, nämlich in die Offensive. Marius Zimmermann mit Can Lakic. Ja, bei mir steht Can Lakic. Frikan Lakic, hätten Sie mit sowas gerechnet heute hier? Ja, mit sowas nicht, aber mit Meisterschaft haben wir schon gerechnet. Und einfach unglaublich. Jetzt haben Sie ja vor 2 Wochen schon ganz gut gefeiert, als der Aufstieg klar war. Ist das heute noch mal ein bisschen besser? Ja, natürlich ist das besser. Das ist einmalig, unglaublich, wirklich. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich das erleben darf. Für Sie war es ja eine besonders schwierige Saison mit der Verletzung. Jetzt hinten raus ist doch, glaube ich, ein ideales Ende von einer anfangs verkorksten Saison. Oh ja, das war sehr, sehr schwer. Aber wenn man vor so einer Kulisse spielt, und dann gibt das auch Kraft. Und das Schwierigste ist vorbei. Und jetzt gehen wir nur nach vorne. Jetzt kommt die erste Liga, und wir freuen uns drauf. Okay, vielen Dank, Sergej Lakic. Zweite Liga, schön!
Er kann nur zugucken und staunen. Stefan Kunz, der Vorstandsvorsitzende des 1. FC Kaiserslautern und heute auch wieder ein Aufsteiger, oder? Ja, natürlich. Sieht man ja, was hier los ist. Es ist eine Sensation und muss schon sagen, es ist toll zu sehen, wenn so viele Leute glücklich sind. Es gab sehr viele emotionale Momente im Stadion oben. Wenn ich nur an das Bild denke vom Trainer Marco Kurz mit seinen zwei Töchtern, wie er stolz war, die bei sich zu haben, ihnen alles zu erklären. Was war Ihr emotionalster Moment heute? Ja, sicherlich auch, als wir unten gestanden sind. Die Mannschaft war schon auf der Ehrenrunde und dann bin ich zum Trainer hin. Und mein, wir zwei wissen natürlich am meisten, was wir dieses ganze Jahr, was im sportlichen Bereich schon zu erledigen war. Aber da muss ich noch sagen, auch jeder Moment mit den Mitarbeitern, die halt hinter den Kulissen arbeiten, ist auch sehr emotional, weil die Leute hängen halt sehr im Verein. Können Sie denn wirklich so mit ganz freiem Kopf feiern? Denn logischerweise, die zweite Liga ist zu Ende heute, die erste Liga gestern zu Ende. Die Berater, die Spieler, die zerstreuen sich zwar ein bisschen, aber man muss Kontakt halten. Man muss die Mannschaft bauen für nächstes Jahr. Ja, das ist richtig. Aber wir müssen uns jetzt auch mal die Zeit... Ich meine, wir machen uns ja nichts vor. Es gibt ja auch wieder Zeiten, wo wir nicht so strahlend hier stehen werden. Aber wir möchten jetzt mal diese ein, zwei, drei Tage genießen. Möchte ich auch gerne mit meinen Mitarbeitern. Wir haben morgen mal frei gemacht. Heute nehmen wir die Schulterklopfer auch mal gerne noch hin. Wir wissen aber auch, jetzt ist es wichtig, die Füße auf dem Boden zu halten. Jetzt ist es wichtig, kluge und strategisch wichtige Entscheidungen zu treffen. Und deswegen trinken wir heute Abend noch nichts. Okay, mit einem schönen Witz als Abschluss unseres Gesprächs. Dankeschön, Stefan Kunz. Schönes Feiern. Marius Zimmermann, bitte. Ja, bei mir sind Bastian Schulz und Markus Steinhöfer. Ihr wollt euch gegenseitig interviewen, habt ihr gesagt? Ja, natürlich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herr Schulz, wie fühlen Sie sich nach dem Aufstieg? Das ist eine traumhafte Kulisse. Was sagen die dazu? Ja, das ist atemberaubend, wenn man das sieht. Die Leute hier, wie die feiern, ist sensationell und einfach super. Mir fehlen die Worte eigentlich. Wie lange werden Sie heute noch feiern? Was haben Sie vor? Mal schauen, wie lange meine Freundin mich rauslässt. Nee, ich denke, wir werden heute eine richtige Sause machen. Okay, dann legen wir die Handschellen ab und feiern heute noch. Und das ist das Herz, das die Fans verbindet mit dem Stefan Kunz, dem gerade gehuldigt wird da oben. Und wenn man ihm in die Augen blickt, dann ist das immer, ja, das ist genau der Moment eingefangen. Ein bisschen nah am Wasser ist er da. Zweifellos, denn er weiß, das ist sein Werk. Zusammen natürlich mit dem Trainerteam, zusammen mit der übrigen Führungsmannschaft, zusammen mit den Spielern. Und da kommt gerade einer. Der Leuchtturm nicht nur in der Abwehr, sondern auch da oben auf der Feiertribüne. Martin Amedick, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Meister, Aufsteiger, Publikumsliebling. Der Tag könnte nicht schöner sein. Es ist eine Riesenparty heute, die hier vonstatten geht. Wir sind gerade vom Stadion rübergefahren hier zum Rathaus. Da haben uns, ich glaube, 10.000 oder gefühlt 20.000 begleitet. Und jetzt stehen hier alle. Also es ist unglaublich. Ich muss nochmal in die... Die berühmte Welle. Und der Applaus von den Fans für ihn, der Applaus von ihm an die Fans. Wir haben hier stundenlang gewartet. Einige sind in der Tat seit 12 Uhr hier und ihr kommt nur im Schneckentempo vorwärts. Warum? Wie ging das vorwärts da? Ich habe jetzt das letzte nicht verstanden. Wann? Als ihr in dem Bus wart. Ja. Wie kam Wahnsinn. Das immer wieder zum Stau und einfach Sitzblockade, feiern, ja, singen? Es waren um den Bus herum immer wieder mehr Menschen, die ankamen. Und wie gesagt, gefühlt 10.000, die uns da begleitet haben jetzt. Und deswegen ging das natürlich im Schneckentempo vor. Aber wir haben das natürlich genossen. Also. Zweifellos. Der Trainer, der Vorstandsvorsitzende, die alle loben natürlich diese Mannschaft, die ja als jüngstes Team jetzt den Erfolg geschafft hat in der zweiten Liga. Sagen Sie doch mal ein Wort zu denen, die die Mannschaft zusammengestellt haben. Ja, absolutes Lob auch und großes Vertrauen auch schon für die neue Saison. Stefan Kunz und auch Marco Kurz haben da wirklich viele Fähigkeiten bewiesen, dass sie das wirklich gut gemacht haben und da einfach auch viel Fachverstand haben im Fußballbereich, wie die Mannschaft auch charakterlich zusammengestellt war, 1A gepasst, denn jeder hat für den anderen gekämpft und ist für den anderen gelaufen. Das war eine Tugend, die ganz wichtig war in der Saison, dieses Kollektiv. Da gehören nicht nur 11 Spieler zu, da gehören die 24 Spieler zu und da hat jeder seinen Anteil dabei gehabt, dass wir den Aufstieg geschafft haben. Martin Amedick, das könnte ein Satz gewesen sein von dem Interviewpartner, der jetzt oben bei Marius Zimmermann steht. Also dieser Teamgeist, der hochgehalten wird. Glückwunsch, feiern Sie schön, einen schönen Abend. Danke Ihnen sehr. Ciao. Tschüss. Ja, bei mir steht die Fußballlegende hier aus Kaiserslautern, Horst Eckel. Das haben Sie sich nicht nehmen lassen wollen, hier heute noch mitzukommen. Nein, das war ganz klar. Ich wurde ja gefragt, ob ich die
Schale übergeben möchte, habe ich sofort ja gesagt. Das ist für mich selbstverständlich gewesen. Ich habe mich auch darüber gefreut. Wie stark ist denn die Mannschaft einzuschätzen, dass Sie auch da heute waren und die Mannschaft als Zweitligameister geehrt haben? Ja, das ist schwer zu sagen. Erste Bundesliga ist noch ein bisschen mehr. Da muss man noch ein bisschen mehr machen. Und ich hoffe, dass wir noch 2, 3 oder 4 neue Spieler dazu bekommen. Und dann wollen wir mal sehen, wo der Weg hingeht. Aber die Schale, jetzt war so die Zweitligaschale, Erstligaschale muss ja schon demnächst wieder das Ziel sein. Ja, müsste, aber da brauchen wir noch ein bisschen. Gut, dann vielen Dank und feiern Sie noch schön mit der Mannschaft. Danke.